Hallo und willkommen zum achten Teil von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen uns heute auf Richtung Nassau. Und das tun wir in unserem eigenen Schiff, das wir seit dem letzten Part haben. Und ehrlich gesagt freue ich mich unglaublich drüber. Weil, ja, zu einem echten Piraten gehört doch ein echtes Schiff und... Ehrlich gesagt machen mir diese ganzen Seefahrten unheimlich viel Spaß. Kein Wunder mit der Aussicht in der Karibik. Es war ja in Assassin's Creed 3 schon toll, aber da war so dieses Sommerfeeling nicht ganz so krass. Und ja, es geht los, indem wir direkt mit Adewale treffen. Ahoi, Captain, gefunden, was du brauchst? Zwischen brauchen und wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Lichten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. So. Der ungeübte Captain hat seine Mission doch sehr gut beendet. Und wir machen weiter. Mehrere Pistolen. Drücken Sie mehrmals mit ausgerüsteten Pistolen auf Y, um Schüsse zu verketten. Diese Schüsse richten weniger Schaden an, unterbrechen jedoch gegnerische Angriffe. Ja. Werden wir sicherlich noch ausprobieren können. So, jetzt sind wir im Prinzip schon... in der Open World Karibik, also wir könnten jetzt auch rein theoretisch woanders hinfahren. Ich würde sagen, wir gucken mal, was noch so auf dem Weg liegt. Was ist denn das da rechts zum Beispiel? Aha, rum. Sehr schön. Okay. Mal schauen, dass wir... feindliches Gebiet ist da, okay. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain! Oh, wir sind ja eh schon da. Ja, reisen wir doch nach Nassau. Captain Kielbock, sag mir, ich stehe unter Arrest. Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Ja, sympathische Freunde, die wir da hatten. Eine neue Insel, neues Glück. Schauen wir mal, wie die Pirateninsel Nassau aussieht. Gleich nochmal ein ganz anderes Bild als Havanna. Steht ja auch unter... britischem Einfluss. Und dann gleich hier. Naja, Händler. Ja, gucken wir uns doch auch mal die Karte an. Okay. Ja. Oh ja, Weltkarte und so. Baku Island haben wir ja erfolgreich abgehakt. Was sind wir denn da los? Hm.
Er gibt jedenfalls noch einiges zu entdecken. So wie ich das gerade sehe. Okay. Aber gucken wir doch mal direkt wieder Richtung Nassau rein. Und bevor wir weitermachen, können wir noch einen Assassinenauftrag sozusagen quasi mit auf dem Weg mitnehmen. Ja, wirkt gleich ein bisschen abgeranzter als Havanna mit den Holzbauten hier. Aber auch hier brennt die Sonne heiß vom Himmel runter. Und dann sind wir auch gleich bei dem entsprechenden Auftrag. Assassinenauftrag der Piraten-Captain. Ja. 1000 Belohnung gibt's, wenn man sich in Kämpfe fecken lassen, nochmal 500 dazu. Eine Bande von Templer-Freibeutern hat kürzlich vor der Küste einige Handelsschiffe aufgebracht. Sie verstecken sich und ihre gestohlenen Güter irgendwo in der Stadt. Ja, nehmen wir doch mal an. So. Tja, das Attentatsziel befindet sich jetzt natürlich nicht auf dem Weg. Aber gut. Um zu töten, können wir auch mal einen etwas größeren Umweg in Kauf nehmen. Alles kein Thema. Immerhin bekommen wir durch diese Umwege noch ein bisschen was von der Stadt zu sehen, die wir noch gar nicht kennen. Und so weit weg scheint es jetzt auch nicht zu sein. Müssen wir ja fast raus aus der Stadt hier. Oh. Adlauge aktiviert. Oh, unser Opfer sehe ich jetzt noch. Gerade zumindest gar nicht, aber gut. Ja, laut Minikarte müssen wir auch ein bisschen weiter ins Gebiet noch vordringen. Und dann finden wir vielleicht auch unser Ziel. Wir reichen uns erst doch noch mal ein bisschen aus. Oh. Okay, das war's zumindest schon mal mit nicht den Kämpfer verwickeln lassen. Aber nicht schlimm. Das ist ja in dem Falle kein optionales Ziel. Und dann die 500 Real können wir dann doch verzichten. Nur überleben sollten wir das Ganze. Aber wir haben jetzt auch mittlerweile deutlich bessere Waffen. Das sollte schon enorm. Und den nächsten kommen. So, fast so schön wie auf dem Schiff. Oh, schützen mag ich ja gar nicht. Wow, 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 wow. Sogar derjenige, den wir töten sollten. So. Haben wir auch getan. Und weg! Nein! Oh Mist. Das dachte ich könnte so schön wegspringen. Naja gut, egal. Dafür sind wir jetzt... Naja, nicht unbedingt näher, aber wir sind... egal, wir machen uns jetzt einfach zur Hauptmission. So, fertig. Wollte ich jetzt hin? Oh, ein Schatz. Wo ist denn der? Da. Na? Beuten. Da, jetzt geht's. Mhm.
Schön, wie er mal im Hintergrund noch gesehen wird. Aber irgendwie habe ich mich gerade so ein bisschen verlaufen. Wir müssen doch hier irgendwo abbiegen. Fragt sich nur wo. Tänzerinnen gibt es auch hier. Nicht nur in Havanna. Wo muss ich denn jetzt hin? Vielleicht doch erstmal. Ja, vielleicht doch erstmal den Weg lang. Bisher finde ich Nassau zwar sehr schön, aber irgendwie noch ein wenig unübersichtlich. Ah, jetzt. Hier. Ah, ja, da wo gesungen wird, in der Taverne. Natürlich, da wollen wir hin. Eine richtige Outdoor-Taverne. Mit dem Wetter kaum anders zu erwarten. Wir stellen ein. Hey Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adivale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Crew der Jackdaw. Diese Anzeige repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern, sie können Piraten in Not helfen. Okay. 15 Piraten. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Rekrutieren. Danke, Ade. So, und wir sollen währenddessen 3 Wachen die Waffen abnehmen und sie töten. Habe ich das richtig gelesen? Schauen wir lieber falsches Optionsmenü nochmal nach. Nee. Da. Entwaffnen und töten. Dazu müssen wir, glaube ich, unsere eigenen Waffen mal rausnehmen. Und ich denke, da es uns günstiger kommt und mehr Spaß macht, retten wir lieber mal ein paar Piraten. Es gibt ja offensichtlich mehr als genug, die unsere Hilfe brauchen. Ja. Direkt hier scheinen ja schon die ersten Patrouille zu stecken. Dann kann man doch gleich... direkt schön durch ein Attentat eliminieren. Okay, das waren nur 2, zählen aber für 4. Wir natürlich gucken, dass wir das mit den Wachen noch hinbekommen. Aber gut, es stehen ja auch noch ein paar Kämpfe aus, ne? Also, vielleicht sollte man das ja nicht gleich bei Scharfschützen probieren. Wo laufen wir denn jetzt hier gerade lang? Ein Tunnel. Nett, ja. Hier gibt es auch noch einen Aussichtspunkt, aber der ist wahrscheinlich eher oben als hier unten. Ich habe übrigens einen sehr schlechten Orientierungssinn. Das werdet ihr noch merken.
wahren Leben und auch im Spiel. Gucken, wie wir da hochkommen. Offensichtlich geht es um die da hinten. Ich würde mal gerne wissen, wie das mit dem Entwaffnen funktionieren soll. Hallo, ich entwaffne dich jetzt. Kurz runter. Nee, nicht. Gib mir deine Waffe. Oder du. Mist. So jedenfalls nicht. So funktioniert das mit dem Waffenklauen nicht. Man muss ja irgendwie in die Richtung laufen. Dann gucken wir erstmal Richtung Strand. Vielleicht ist es dort irgendwie einfacher. Danke, Ade. Wenn wir das ja dreimal schon gemacht haben, dann müssen wir bei den anderen Sachen nämlich wirklich drauf achten. Ah, okay, hier wird direkt gekämpft. Sie ist wahrscheinlich irgendwie kontern, oder? Kontern? Oh, die kämpfen ja selber schon genug. Wie klaut man denen denn die Waffen? Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Wieder viel mehr. Aber immer noch kein entwaffnet. Vielleicht bei der nächsten Wache. Können wir erst nochmal nach einem Schatz gucken. Aber sicherlich nicht im Heuhaufen. Da unten ist er doch. Und noch mal ein bisschen Geld gemacht. Shanti, bleib stehen. Nein. Nein. Jetzt aber. Lauf. 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 Ja, sehr schön. Und noch mein weiteres Lied zum Singen für meine Seeleute. So. Und hier gibt's auch noch eine Truhe, habe ich gesehen. Hier unten irgendwo. Hier unten irgendwo. Da. Da. Weiß wirklich nicht ganz, wie ich diese leichte Rassendiskriminierung finden soll, die hier gegen unseren armen Freund stattfindet. Also natürlich finde ich die nicht gut. Frage ist nur, ob das bei so einem Spiel ihr seid ein gesuchter irgendwie nicht dann doch wieder. Hey, wieder ein paar. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Nicht dann doch wieder passt, weil es ist ja immerhin die Zeit, ne? Also. Würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Also, ist das dann in so einem Spiel vertretbar? Weil ist halt nun mal die Zeit dafür, dass unsere farbigen Mitbürger nicht gut behandelt werden? Oder ist das eigentlich nicht vertretbar, dass man das in so einem Spiel im Prinzip darstellt? Ich meine, es wird jetzt nicht so krass dargestellt, ne? Aber es ist schon spürbar und ich persönlich finde das auch immer unangenehm. Wenn man das so merkt. Also.
halt immer, natürlich kann man nicht ein Spiel einigermaßen historisch korrekt darstellen, gerade in der Gegend, wenn man das nicht irgendwie mit reinbringt. Ja. Ja, würde mich halt einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und jetzt müssen wir uns langsam echt mal Gedanken drum machen, wie wir denn Gegner entwaffnen können. Ja, toll. So, das jetzt aber nicht funktioniert. Geht das, wenn wir einfach mal so einen Krieg anzetteln? Ja. Nee, so jetzt natürlich auch nicht, aber... Ich will ja zumindest mal ausprobieren, wie das so funktioniert, dass wir... Wie können wir denn da eine Waffe abnehmen? Ich würde gerne deine Waffe haben. Gibst du sie mir? Ah. Okay. Ach, das geht auch so. Ganz ohne, dass ich Piraten rette. Ja, dann machen wir das doch jetzt nicht gleich beim nächsten Piraten retten, sondern einfach mal so auf dem Weg durch die Stadt. Oder? Mal aufpassen, dass wir nicht aus Versehen sowas über den Weg laufen. Wir gehen einfach mal hier unten zu dem nächsten Aussichtspunkt, beziehungsweise zu dem ersten Aussichtspunkt, da haben wir noch gar keinen. Und da können wir ja unterwegs drauf hoffen, so ein paar komische Wachen zu finden, die wir entwaffnen können. Ja, so viele Aussichtspunkte gibt es in Nassau gar nicht. Irgendwie... Aber gut, soll uns ja nicht stören. Oh. Wow, 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 wow. Ah, die können doch nicht einfach hier so eine Schlucht anbringen. Da bricht man sich ja das Genick. Gar nicht gut. No. Wäre das ja schön, wenn man sich bei einem Quest nebenbei so viel Zeit lassen kann. Noch ganz viele andere Dinge zu erledigen. Das erinnert jetzt doch noch mehr an die Aussichtspunkte von früheren Teilen. Man sich ja doch mal ein bisschen Mühe geben musste, um hochzukommen. Ich finde die eh irgendwie ein bisschen zu leicht geworden. Also, ich weiß auch nicht. Ah. Das war jetzt ähnlich wie auf der ersten Karibikinsel, auf der wir waren. Ich persönlich liebe ja Aussichtspunkte. Die dürfen sie niemals, nie in Spielen entfernen. Das wäre voll schade. Ja, jetzt müssen wir uns aber doch noch mal um Wachen bemühen. Ein Sperrgebiet ist immer schlecht, da greifen sie einen ja direkt an. Was ist denn hier der nächste? Oh, dann gehen wir einfach mal hier nochmal hoch. Wenn wir mal so quer durch die Stadt laufen, müssten wir ja auch irgendwann mal auf ein paar Wachen treffen. Übrigens muckt mein PC seit dem zweiten Video irgendwie rum und ist irgendwie langsamer geworden. Ich muss da nochmal irgendwas unternehmen. Langsam fängt es echt an, ein bisschen zu nerven. Ich hoffe, für euch ist das einigermaßen erträglich. Aber mich zum Spielen nervt's halt langsam wirklich. Also, oh, ein weiteres Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bleib stehen. Und diesmal geht's durch die ganzen Hütten durch. Aber nicht viel weniger anspruchsvoll ist, als über Häuser zu schwinden. Tja, das war's mit dem Shanti. Oh, nein, 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 ich wollte ja nicht zu den Piraten. Ich wollte ja in die andere Richtung. Ah, da oben. Okay, wie kommen wir denn da hoch? Können wir da ganz einfach hochklettern? Ja, bestimmt. Ja,
Also dann mal rauf da. Ja, links, genau. Um sich den nächsten Aussichtspunkt zu ereignen. Anzueignen. Genau. Und synchronisieren. Tja. Alles gut, aber immer noch keine Wachen gefunden. Komisch. So, in dem Sperrgebiet werden wir hoffentlich doch noch ein paar Wachen finden und vielleicht auch isolieren können. Hier oben steht da schon einer. Hallo? Hallöchen? Magst du kämpfen? Wo kommt der denn jetzt hin? Ja, toll, Alarm. super. Jetzt geben hier neuerdings auch Alarm. Das ist ja wirklich wie ein Far Cry. So, jetzt probieren wir das nochmal. Also auf ins Kampfgetümmel und diesmal hoffentlich jemanden seine Waffe klauen. Perfekt. Läuft doch. Vielleicht geht das auch nur bei manchen. Ah, nein. Jetzt dürfen wir bloß nicht sterben, bevor wir den... Ah, perfekt. um die Ecke gebracht haben. Yay! 2 von 3. Und jetzt schnell mal da weg. Jetzt werden wir gleich wieder desynchronisiert. Lauf, lauf, schnell wie der Wind. dann hängen wir so ein bisschen ab und wenn wir uns erholt haben, versuchen wir es vielleicht dann doch nochmal einzelne zu isolieren und nochmal die Waffe abnehmen zu können. Ja. Ja, so langsam können wir es gleich nochmal probieren. da kommen sie auch schon angerannt. Einer nach dem anderen. Die zuhauen. Nein! Das ist schon wieder das gleiche Problem. Egal. Wir besiegen die jetzt einfach mal der Reihe nach. Genau so sieht's aus. Und den nächsten. So. Jetzt ist ja nur noch einer übrig. Da können wir nochmal versuchen, vielleicht doch nochmal irgendwie die Waffe abzunehmen. Ja. Ja, ja, perfekt. Super. So läuft das. So läuft das. Ja, warum nicht gleich so? Ja, vielleicht geht's auch echt nur bei manchen. Aber immerhin. Es geht. So, jetzt können wir auch wieder unsere Waffe wählen. Und den letzten Piraten, den wir brauchen, befreien. Jetzt, wo wir die optionalen Ziele ein bisschen aus dem Kopf haben, wird das Ganze auch gleich entspannter. Ist ja immer so schlimm, wenn man so Sonderaufgaben noch im Kopf hat. Aber gut, ich wollte ja die 100% machen, jetzt mache ich sie ja auch. Haha. So, hier drin. Da gab's doch. Sieht doch danach aus, ja. Lasst ihn in Frieden! Er hat euch nichts getan. Ich hab genug gelitten. Lasst mich in Frieden! Schieß ihn! Ja, ich steh im Weg, ich weiß. So, stirb! Stirb! Oh, oh. Und jetzt müssen wir noch eine Hinrichtung verhindern. Und zwar möglichst schnell. Dann beeilen wir uns mal, schnell die Hinrichtung verhindern zu können. Ja. Captain Kenway, kommt schnell! Ja, ja, ich weiß. Ich komme, um sie zu retten. Ja, da sollen wir das Seil durchschneiden. Oh, und das möglichst schnell, da läuft eine Zeit ab. Zack. Und dann schnell alle Wachen besiegen. Damit wir unseren Piratenkollegen hier retten. Ganz dramatisch, jemanden von der rechten Hinrichtung zu befreien. Ja. So. Ja, mit mir habt ihr nicht gerechnet, ha?
Oh oh. Sie auch immer schießen müssen. Nicht schießen, nein! Oh nö. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob das nie passiert wäre. Und retten gleich ganz dramatisch das allererste Mal jemanden direkt vom Galgen. Also schnell, macht Platz ihr Leute, lasst mich durch. Nach oben. Und ja, ja, gute Frau, ich weiß, es wird jemand hingerichtet, ich weiß es schon zum zweiten Mal. Ja. Und wieder, diesmal nein, nicht den Captain, das Seil durchschießen und jetzt stellen wir uns hoffentlich ein wenig geschickter an. Okay. Einer nach dem anderen. Und immer schön das Konter nicht vergessen. Und auch, dass da oben ja geschossen wird auf uns. Hm. Dass sie so viel schießen, das ist echt anstrengend. Also ich mag die normalen Kämpfe dann doch lieber. Aber vielleicht ist das auch eine Trainingssache. Dass ich nicht jedes Mal mich gleich so schnell besiegen lasse. Ja, jetzt geht's ja. Ja, perfekt. Gut. Dann retten wir mal direkt unseren Piratenkollegen. Okay, wir retten ihn nicht direkt, sondern erst besiegen wir den letzten Gegner hier oben. Okay. Wir kommen zwar nicht hoch, aber er sieht uns jetzt auch nicht mehr. Vielleicht klappt es jetzt auch einfach so. Also ein bisschen unauffällig bewegen. So, Freund, wir haben dich gerettet. Und damit haben wir alle Crewmitglieder eingesammelt, die wir brauchen. Und können uns direkt zurück auf den Weg in die Taverne machen. Um da mit unseren Piratenfreunden nochmal darüber zu sprechen und zu zeigen, dass wir jetzt nicht nur ein Schiff, sondern auch eine Crew haben, die uns vertraut. Vor allem eine Crew, die wir nicht einmal bezahlen, sondern der wir eigentlich fast komplett das Leben gerettet haben. Allein durch die Hinrichtung eben. Also die verhinderte Hinrichtung eben. Ja. Und da geht's wieder rein in die Taverne. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ja, perfekt. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es hinbekommen. So. Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, werde ich jetzt nochmal eine kleine Pause machen. Und ich freue mich auf den 9. Teil. Ich hoffe, wir sehen uns da gesund und munter wieder. Bis dahin, macht's gut!